Yo guys, what up, the Blue Gangster hier und ich habe mich entschieden, wegen der Nachfrage nochmal eine kurze Zusammenfassung von wegen Frames Punish dies das zu machen. So, zuerst eine Anforderung. Ihr lernt Fehlsverlauf Gegneraktion ab Endstand. Ihr lernt von euren Charakter 5 bis 6 Moves. Und zwar guckt ihr euch die Frame-Data an von euren Moves und findet heraus, die könnt ihr im Internet nachschauen, auf Apps rauslesen oder hier wie ich Tekken Bot Prime. Und zwar zuerst I10. Das ist bei den meisten, also eigentlich bei so gut wie jedem Charakter 1-2. Und dann habt ihr noch ein eigenes I10, das ist bei Gen 2-4. Dann gibt es I12, der hat kein I11, I12 1 plus 2, I13 Down Forward 1-4. Und I14 Forward 1 plus 2 in der Electric und dann I15 Cat Can Down 3 plus 4. So, warum nicht über I15? Weil ab I15 ist Launch und das ist dann halt, komm, mehr braucht ihr nicht zu wissen. So, und warum soll ich mir jetzt diese ganzen E-Frames, Moves halt merken, auswendig lernen, dies, das? Ganz einfach, weil dann könnt ihr in Practice Mode gehen, den Charakter und am besten direkt mit Block aufzeichnen, einen Move machen lassen und dann direkt nach hinten halten, damit es auch legit ist. So, und dann könnt ihr euch angucken, okay, was ist das für ein Move? Wie ihr vorhin schon von mir gesehen habt, der ist ein I12. Aber on Block, und so steht es auch in den Frame Data drin, wenn ihr nachschaut, ist er minus 14. So. Mit minus 14 kann ich jetzt alle meine E-Moves nehmen, die ich auswendig gelernt habe, und mit denen einen punishen. Und zwar I10. Hier. Gegenangriff hab ich. Aus. So. Hier. I10. Konter. Das Spiel bestätigt. Nochmal I10. Konter. I12. Konter. I13, Konter, I14, Konter. Wenn ich jetzt I15 mache, dann schaffe ich es nicht. Warum? Weil es ein I15-Move ist, 15 Frames. Er ist aber nur minus 14. Das heißt, mir fehlt eine Frame. Ja, ich bin eine Frame zu langsam, um ihn damit punishen zu können. Und das machen sehr viele als Fehler, weil dann bin ich nämlich, und da seht ihr es, minus 19. Das heißt, er kann von I10 bis I19 sich jeden Move raussuchen und wenn er ihn direkt danach raushaut, dann hat er mich damit gepunished. Optimal Punish ist, wenn ihr mit minus 14, also ja, minus 14 Moves mit I14 punished, minus 13 Moves mit I13 und so. Aber gerade weil es online auch online, was wahrscheinlich die meisten von euch zocken, auch Lags gibt und so, also dass das Spiel verzögert ist, macht ihr manchmal den billigeren Punish, sage ich jetzt mal. Oder hier 12. Warum punische ich einen 12er mit 12er? Ganz einfach, weil ich dann zwei Frames mir Zeit lassen kann. Ich muss es dann nicht direkt danach drücken, vor allem wenn es laggt. Schaffe ich das gar nicht und dann bin ich mit einem 12er gegen minus 14 auf der sicheren Seite. Das ist einfache Mathematik. Wenn der Gegner minus 14 ist und der schnellste Move hier im Spiel ist regulär 10, I10, kann ich ihn mit 10, 11, 12, 13 und 14 punishen. Weil er minus 14 ist, kann ich ihn mit I15 nicht punishen, weil die Differenz zwischen 14 und 15 ist 1. Die Differenz muss genau 0 sein. Also es muss gleich sein. Da darf nichts drüber gehen. So. Und das ist eigentlich alles. Und so spielt man das dann auch. Und deswegen benutzt man auch keine Unsafe Moves. Also, gegen jemanden, der sich mit Frames auskennt. Nee, ich will, dass du so auskennt, den hier die ganze Zeit zu spammen. Minus 19, minus 19, minus 19. Ja, und ich weiß, ich bin für meine Easy Can Can bekannt. Minus 19. Der wird euch jedes Mal mit, weiß
weiß ich, was punishen. Und das passiert euch bei minus 19, müsst ihr nur zweimal ein Punish kassieren und ihr seid eigentlich schon tot. Ja, das ist eigentlich schon das Spiel, weil minus 19, das ist zu riskant. Und es gibt eine Möglichkeit, gescheit zu spielen. Einfach Plus-Moves benutzen. Plus-Moves. Weil voll viele, auch online, so viele machen den Fehler und ich verstehe nicht, wieso. Also, bevor ich es jetzt vergesse, natürlich steht's on block da. Wenn der jetzt 1 plus 2 macht und er whifft, also das trifft nicht, dann kann ich ihn natürlich damit punishen. Habe ich gerade... Okay. Kann ich ihn natürlich damit punishen, weil on whiff er viel krasser im Minus ist als on block, aber das berechnen wir jetzt nicht. Das zählt nicht dazu. Es steht on block da, also machen wir es on block. So. Und jetzt, wenn ich die ganze Zeit Electric spam, denkt ihr, ihr könnt da reindrücken? Ich sag euch was, die meisten machen's. Warum machen's die meisten? Weil sie nicht wissen, was sie... Wie dumm das ist eigentlich. Ich bin plus 5. Was bedeutet das, dass ich plus 5 bin? Und der schnellste Move als Punish, den es gibt, ist 10. So, wenn ich plus 5 bin und ihr macht einen 10er danach, direkt danach, heißt es, es gibt eine Lücke von 15 Frames. Eine Lücke von 15 Frames. Was bedeutet das jetzt? Ich zeig's euch, ich zeig's euch. Wiederholt ihr. Zack. Zack, aufzeichnen. Na komm. So, ich habe jetzt ohne Pause, habe ich direkt hier plus 5 gemacht und dann 12er, okay? So, und jetzt versuche ich, wie auch ihr alle anderen, One rein zu mashen. Ich mach mal Befehlsverlauf anzeigen, so dass ihr sehen könnt, dass ich hier One mashe, also Viereck. Los geht's. Hier. Ich drück das rein, ich drück das rein. Komm. Direkt nach dem Block. Aber ich schaff's nicht. Egal was ich mache, egal was ich drück, er wird mich immer on counter kriegen. Jedes Mal. Jedes Mal. Und wieso? Weil er ist zuerst plus 5 und dann mache ich einen 10er Move. Das heißt, er hat 15 Frames Zeit, mich zu unterbrechen. 15 Frames. Und daher, dass der hier I12 ist, hat er sogar noch einen Puffer von 3 Frames. Er könnte sogar Can-Can machen, das 15 Frames ist und wir hätten einen Schlagabtausch. Ja? Nach plus 5. Wenn ihr einen 10er macht, kann der Gegner nach seinem plus 5 direkt einen 10er, einen 11er, einen 13er und einen 14er machen. Und er wird euch jedes Mal zuerst treffen. Ihr kommt da nicht durch, egal wie hart ihr auf den Knopf oder wie schnell ihr auf den Knopf drückt. Ihr werdet nach plus 5 niemals irgendwas anrichten können, solange er diese 15 Frames, die er hat, ausnutzt. Warum funktioniert das dann manchmal? Ja, ganz einfach, hier, wenn ihr versucht mal Electrics zu machen und irgendwann mal werdet ihr sehen, okay, da ist keine Electric rausgekommen oder ich habe beim Input einfach, ich habe zu lange gebraucht. Ja, ich habe mir zu viel Zeit gelassen oder es hat geleckt. Das hat verschiedene Gründe, warum es nicht funktionieren kann. Ja, das sind entweder Missinputs oder es ist Lag. An den zwei Sachen kann es liegen. Aber legit und vor allem, spielt mal offline und dann werdet ihr das sehen. Nach plus 5, das ist das Gesetz der Schwerkraft, so gesehen. Wenn ihr müsst mal nur nachdenken. Ich bin plus 5. Euer schnellster Move ist ein 10er. Ist ein 10er. Plus 5. Und ihr braucht nach plus 5. Also, wenn ich plus bin, das heißt, ihr habt schon automatisch ein minus 5 drin. Und dann macht ihr einen Move, der I10 ist. Der heißt, der braucht 10 Frames extra, damit er den Gegner trifft. Das heißt, insgesamt braucht ihr 15 Frames, um mich nach meiner Electric zu treffen. 15 Frames. Das heißt, wenn ich nach meiner Electric ein 10er, ein 11er, ein 12er, ein 13er oder ein 14er mache, ich werde euch immer zuerst treffen. Und wie gesagt, wir reden hier von On-Block.
Hier geht es nicht um Sidesteps, nicht um Crushes oder Ducks und nicht um Whiffs oder sowas. Hier geht es darum, wenn der Move on Block trifft. Das ist also der Frame-Bereich. Und alles, was ich euch gesagt habe, merkt euch das einfach. Von 10 bis 15 alle E's auswendig lernen. Dann den Gegner eine Attacke machen lassen, gucken. Okay, der ist minus 14. Zack, zack, Punish. Und am besten, wenn ihr richtig gescheit spielen wollt, geh mal bitte wieder on Block. Gegneraktion, Abwehr im Stand. Nur Plus-Moves benutzen hier. Oder, man kann es eigentlich auch machen, aber ich sag euch jetzt nicht, wieso, weshalb, warum. Aber weil ich euch ja gesagt habe, der schnellste Punish ist 10. Also wenn ich hier jetzt den normalen mache, minus 10, also könnte man mit I10 den punishen. Hier zum Beispiel, E8 kann man nicht punishen on Block, weil er minus 8 ist. Ja, wir würden noch, euch würde noch 2 Minus Frames fehlen, damit ihr mit dem 10er punishen könnt. So, das heißt, solange ihr in dem Raum von minus 9 bis plus weiß ich bleibt, spielt ihr eigentlich safe. Und so sollte man das Spiel auch spielen. So, zu den anderen Sachen kommen wir irgendwann mal noch. Falls es wieder Requests gibt, falls es Fragen gibt, schreibt sie in die Kommentare rein. Ich hoffe, ich habe es eindeutig genug rüberbringen können, was es bedeutet, wie man etwas benutzt, was jetzt on Block bedeutet, von wegen Frames und Punish und sonst was. Wie gesagt, wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, und das war's. Alright, then the Blue Gang says out. Peace, YouTube World.